Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Update, was die Minecraft Feed the Beast angeht. Und wir haben heute etwas Neues, und zwar, ihr seht, wir sind gerade hier am Commerzbank Tower. Und da gehen wir jetzt mal runter. Und das habt ihr das letzte Mal ja schon gesehen. Hier hat er jetzt, also das Ding, Commerzbank Tower, ist diese Station. Die kennt ihr ja schon. Das ist auch wieder eine Riesenstation. Und wir werden jetzt dieses Ding mal entlang fliegen. Und zwar, jetzt wird es... verdammt lange Strecke, wo er da gemacht hat. Und wir fliegen das mal ab. Und ihr seht, das ist eine sehr, sehr, sehr lange Strecke, was er da gemacht hat. Das ist natürlich der absolute Oberbrüller. Dann hat er natürlich die nächste Station ebenfalls schon fertig. Da gehen wir am besten mal da rein. Und da kommt es auch schon. Und zwar ist das die Skyline 2 West, die wieder so aussieht, was meiner Meinung nach mal sowas von geil aussieht. Das ist echt der Wahnsinn. Also
wie der das da macht hier, das ist echt der Brüller hoch 5, also ohne Witz, das ist der Hammer. So, jetzt wollt ihr natürlich wissen, wo zum Geier sind wir eigentlich? Skyline West. Skyline 2 West, Entschuldigung. Und da kommen wir mal raus und da sind wir direkt hier. Also direkt auf der anderen Seite von der Straße. Und das wäre also diese zweite Station. Die nächste Station, Entschuldigung, wo er schon komplett fertig hat. So, jetzt habt ihr das mal kurz im Schnelldurchlauf gesehen. Ihr wollt natürlich auch wissen, wo zum Geier gehen diese ganzen Dinger eigentlich hin. Und genau das werde ich euch jetzt zeigen, indem wir einfach mal hier hingehen. Und ihr seht, Bahnhof Helsinki. Wir teleportieren uns, muss dazu sagen, es ist noch nicht fertig, dieses Ding. Die Straßen seht ihr ja da. Und wie gesagt, es ist angefangen. Und es ist nicht gerade klein, das Ding. Wenn ihr mich fragt, ist dieses Gerät der absolute Oberbrüller. Ich habe es ja damals irgendwann gesagt, dass wir einen großen Bahnhof bauen wollen. Und zwar direkt hier. Wo wir dann genau sind, zeige ich euch dann. Wir fliegen dieses Ding jetzt erst einmal ab. Also, das ist der absolute Oberbrüller. Und wie gesagt, das ist der Bahnhof von Helsinki. Und hier seht ihr es auch schon. Es ist noch nicht fertig. Was er gemacht hat, ist definitiv hier diese Gleise schon. Also die kommen dann praktisch hierher. Es kann sein, dass sich das Ding vielleicht noch ein bisschen verschiebt oder so. Ich weiß es nicht genau, wie man da hinkommt mit dem Ding. Fakt ist, das Ding wird riesengroß, ihr seht es. Also es ist der absolute Oberhammer. Und das wird leider noch ein bisschen dauern, bis es fertig ist. Aber bis jetzt sieht das Ding ja mal sowas von geil aus. Wir werden natürlich dann auch innen drin alles komplett bauen. Beziehungsweise der Leon wird es machen. Und ihr seht, da ist dann auch schon die Wege für die Straßenbahn. Und ich zeige euch jetzt am besten mal, wo wir da direkt rauskommen. Ich glaube, wir müssen dahinter. Und zwar kommen wir da raus. Hier hinten an der Highschool. Und ihr seht, was ich euch auch noch sagen wollte. Ich bin gerade dabei, mich mit stundenlanger Arbeit den Straßen hier zu widmen. Also, es ist der pure Wahnsinn, was ein Haufe Straße ich bis jetzt in der letzten Zeit gebaut habe. Das ist der absolute Oberbrüller. Und es fehlt noch ein bisschen was. In der Skyline 2 fehlt noch ein bisschen was an Straße. Aber ansonsten bin ich fast durch mit der Erneuerung, was die Straßen angeht. Seht ihr ja hier. Das ganze Zeug habe ich alles bereits fertig. Das geht ewig weit hin und da noch weiter hin. Was jetzt noch kommt, ist dann definitiv das neueste Gebäude. Das wollt ihr natürlich auch wissen, wie das aussieht. Und das habe ich von einem Bild abgebaut. Beziehungsweise ich habe es umgebaut. Ein bisschen. Und nach meinen Vorstellungen dann dementsprechend verändert. Das Ding sieht dermaßen geil aus. Das ist der pure Wahnsinn. Also das gefällt mir unglaublich gut und es kommt auch genau hier schon. Hier seht ihr es. Es ist ein absoluter Oberhammer. Da muss ich noch einen Weg rüber bauen. Das ist kein Problem. Aber im Prinzip ist dieses Ding komplett fertig. Das ist der absolute Oberbrüller, das Ding. Also Wahnsinn. Ich bin begeistert.
wie geil das Ding aussieht. Wir gucken uns das jetzt alles mal im kurzen Ding an. Und ihr seht hier, hier habe ich ausnahmsweise mal kein Pool hingebaut, sondern einfach mal Freischnauze hier so ein kleiner Teich hingestellt, natürlich in der Mitte mit meinem berühmten Bäumchen, was ich überall hinstelle. Dann habe ich hier unten habe ich nichts hingemacht, genauso wie da hinten rein. Muss mal gucken, vielleicht baue ich da unten vielleicht auch noch irgendwie was noch mit nein, so teichmäßig oder irgend sowas. Vielleicht auch ein riesen Pool, ich weiß es noch nicht. Kann sein, dass ich das noch ändere. Fakt ist, das sieht dermaßen nice aus. Das ist der pure Wahnsinn. Auf dem Originalbild, muss ich dazu sagen, ist dieses Teil hier in der Mitte um einiges breiter. Also Minimum doppelt so breit ist das Ding. Und das wollte ich aber nicht. Der hat dann da in der Mitte hier oben hat er einen großen Dingstein reingemacht, einen Diamant. Als Ding habe ich ebenfalls alles weggelassen. Genau wie diese Dekoration. Das ist alles auf meinen Mist gewachsen. Die Weiche hier, alles auf meinen Scheiß. Dann hier diese Dekoration auf dem Ding ist alles von mir. Also das Ding habe ich ein bisschen umgebaut da. Ein bisschen breiter gemacht. Türen habe ich dann da oben rein gemacht, was in dem anderen Bild nicht drin war. Und wie gesagt, hier überall diese Dinger mit diesem Nederstern oben drauf, was meiner Meinung nach für dieses Ding hier dermaßen geil aussieht. Das ist echt der pure Wahnsinn. Und an der Seite habe ich hier Glasscheibe reingemacht, weil es mir einfach gefallen hat. Und von hinten muss man sagen, ist nichts Besonderes. Da habe ich alles komplett weiß gelassen. Das ist so absolut in Ordnung. Ich finde dieses Gerät, das ist der absolute Oberbrüller. Und wir gucken, vielleicht baue ich sowas in der Art noch einmal, vielleicht ein bisschen geändert. Weil es einfach dermaßen geil aussieht. Das ist der pure Wahnsinn. Es gefällt mir richtig, richtig geil. Und das passt hier natürlich unglaublich gut rein, hier in dieses moderne Wohnviertel. Und ich muss dann jetzt demnächst dann mal anfangen, muss hier noch ein paar Bäumchen setzen, vielleicht hier die Wege noch machen und so weiter und so weiter und so weiter. Mal gucken, ich war schon am Überlegen, ob ich das Ding kopiere, 180 Grad rumdrehe und einfach direkt hinten dran setze. Mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Das sehen wir dann aber, wenn es dann soweit ist. Und ich finde, das Ding sieht echt richtig, richtig fett geil aus. Also, da habe ich echt sehr, sehr, sehr lang dran gesessen an dem Ding. Und wie gesagt, mal schaue, wie es dann hier irgendwann nochmal weitergeht, wo ich dann weiterbaue oder sonst irgendwie. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Fakt ist, das war das kleine, aber feine, dezente Update mit diesem Wahnsinns Traumhaus hier mit dem Bahnhof von Helsinki da drüben, was leider noch nicht fertig ist. Und natürlich der nächsten Station von der U-Bahn. Und wenn es natürlich wieder Neuigkeiten gibt, wenn ich irgendwie was gemacht habe, melde ich mich natürlich, mal abgesehen davon, die Straßen muss ich jetzt für euch nicht unbedingt alle abfliege, weil ihr seht ja, das ist überall so. Also viel fehlt nicht mehr von der Straße. Und ich finde, mit der Straße sieht es definitiv auch viel, viel besser aus hier in der Stadt. Wir müssen mal überlegen, wir haben mal vorgehabt, vielleicht irgendwie so ein Mod noch mit drauf zu machen, wo man Autos hinsetzen kann und lauter so Zeug. Das machen wir vielleicht irgendwann, dass man
da dann irgendwie mal Autos auf die Straße setzen können, auf den Parkplätze stellen und sonst irgendwie was machen können, dass das Ding ein bisschen lebendiger aussieht in dem Fall. Und wenn das dann irgendwann einmal vielleicht soweit ist, oder ob man das überhaupt mache, das weiß ich nicht genau. Fakt ist, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir vielleicht eventuell noch bauen könnten, dann schreibt es in die Kommentare. Oder wenn wir irgendwie bei euch mal eine Stadt angucken sollen und ein Video davon machen sollen, wenn ihr eine habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Oder wenn ihr irgendwelche Maps wisst, wo Leute eine Riesenstadt gebaut haben, wo man sich vielleicht eventuell Inspiration holen könnte, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ich würde mich richtig freuen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr natürlich einen Daumen nach oben macht. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Update. Vielleicht auch irgendwann mal demnächst ein Livestream hier in der Fitte Bissstadt. Da habe ich ja noch, wenn ihr es wissen wollt, bei mir auf dem YouTube-Kanal unter Community könnt ihr da abstimmen. Da habe ich eine kleine Umfrage gemacht, ob ich demnächst mehr Livestreams hier in dieser Stadt machen soll. Könnt ihr abstimmen, würde mich freuen. Jo, und das soll es dann jetzt endlich gewesen sein. Wie gesagt, wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen, Anträge, Wünsche oder Vorstellungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, ciao mit V und grüßt mir die Hühner.